Nach nirgendwo. Utopie und Pessimismus in der Linken. Angesichts der gravierenden politischen und ökologischen Verwerfungen der Gegenwart ist eine auffallende Konjunktur des Themas Utopie zu beobachten. Die Sehnsucht nach einer radikal anderen Gesellschaft wächst. Einer Gesellschaft, die im doppelten Sinne befriedet wäre, in der es keine Kriege mehr gäbe und keinen permanenten Kriegszustand zwischen Mensch und Natur. Zugleich wird dieses Verlangen kaum politisch konkret. In der emanzipatorischen Bewegung dominiert eher eine Mutlosigkeit in Sachen Utopie. Man belässt es meist bei tagesaktuellen Empörungen und reformistischen Verbesserungsvorschlägen, obwohl man eigentlich weiß, dass angesichts des sich beschleunigenden Zusammenbruchs der gegenwärtigen Weltordnung die Forderung nach dem ganz anderen eigentlich ein Gebot der moralischen Verantwortung wie des politischen Realismus gleichermaßen wäre. Ist es nicht erst die Orientierung hin auf den Nichtort, die es uns ermöglicht, einen politischen Standpunkt gegenüber der Unübersichtlichkeit der Gegenwart zu beziehen? Was hindert uns daran, den linken Pessimismus zu überwinden und hoffnungsfroh für eine grundsätzlich andere Welt einzutreten? Und worin liegt die Bedeutung von Utopien für den tagespolitischen Kampf? Oder ist es ganz im Gegenteil zu begrüßen, dass die linken Kräfte den fixen Ideen und dem Utopismus weitgehend abgeschworen haben? Zu diesen Fragen möchten wir mit den Philosophen Hans-Martin Schönermann und Alexander Neupert-Doppler und euch ins Gespräch kommen. Am 9. Dezember um 18 Uhr in Leipzig im Pögehaus oder auch hier auf YouTube im Stream.